Dieses Spiel heißt Countdown. Als Material brauchen wir die Elemente des Kastens und Tennisbälle und Ziel ist die spielerische Schulung der Ausdauer. Je nach Klassengröße werden unterschiedlich viele Teams gebildet, wobei immer zwei Teams gegeneinander spielen. Vor jedem Team liegt ein Kastenelement mit Tennisbällen. Ziel ist es nun, die Tennisbälle in das Kastenelement des gegenüberliegenden Teams zu transportieren, wobei immer nur ein Ball genommen werden darf. Nachdem der Countdown abgelaufen ist, beispielsweise 5 Minuten, hat das Team gewonnen, das im eigenen Kastenelement weniger Tennisbälle drinnen hat. Durch diese spielerische Komponente vergessen die Schüler, dass es sich hier eigentlich um einen Dauerlauf handelt. Um Kollisionen zu vermeiden, muss die Laufrichtung immer eingehalten werden.